willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal, Herr Holczok, oder? Ja, willkommen. Und zwar, warum bist du heute hier? Können wir das kurz sagen? Du bist der, der auch den Auspuff abgebaut hat. Ne? Ja, und ich kann es wieder einbauen. So. Ja, man muss auch dazu sagen, als wir das Projekt hier so gestartet haben, ich habe erzählt, was für eine Scheiße ich gemacht habe. Ich habe ja aus Versehen bei Copart geboten, copart.de, ihr wisst Bescheid. Ne? Und dann sage ich Raphael Bescheid und er sagt, ach Robert, das ist doch gar kein Problem. Ne? Ja. Das machen wir mit links. Ich helfe dir. In den letzten 12 Monaten war ich krank. Ja. War der Holczok viel unterwegs. So viele Termine, so viel zu erledigen. Aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Gerne. Wirklich, ja. Wirklich. Man hilft, wenn man kann. muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Olli ist heute wieder hinter der Kamera. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, heute eigentlich vorletzte Video, bevor wir auf die Straße gehen, würde ich sagen. Ja. Warum das vorletzte? Weißt du es? Das letzte wird die Fehlersuche am Motor sein, in diesem scheiß Öltemperatursensor. Aber ist ein anderes Thema. Also heute geht es um die Abgasanlage, die haben wir von HJS. Riesen Dankeschön an die Kollegen von HJS. Die haben das die letzten Monate fertig gemacht. Robert, unser Kollege, war auch zugange. Ina, Sven, der Klaus und den Jan, herzlichen Dank dafür für eure Hilfe. Die haben das Ganze hier ermöglicht und ja, die haben die Auspuffanlage sauber gemacht. Der Robert hat mir noch erzählt, wie er sich gefreut hat, als er diesen Endschalldämpfer geöffnet hat, um zu prüfen, was drin ist. Und dieser Gestank, der entgegengekommen ist, davon träumt er heute noch. Ja, warum soll es ihm besser gehen als uns? Genau. Ne? Und auch der Kollege hier, Ricardo, wir blenden nochmal seine Werbung ein. Man kann es ihm nicht genug danken, wo er in seiner Halle uns das Auto gewaschen hat. Auch da riecht es heute noch. Ne? Also, ja. Ricardo, merci. Aber wir danken dir von Herzen. Und auf jeden Fall haben die das alles sauber gemacht. Wir filmen das jetzt kurz ab. Die machen auch ein eigenes Video auf ihrem Kanal, wir werden die verlinken. Und heute bauen wir das eben ein. Die haben die Auspuffanlage getrennt. Wir haben jetzt zwei Teile statt ein großes Teil, zwei kleine. Sind besser als ein großer. So, sehe ich auch so. Passt hinten besser rein, also in dem Kombo jetzt zum Beispiel. Ja. Also hat viele, viele Vorteile. Ich fahre das Auto jetzt hoch und Schrauben sind alle vorbereitet. Ich habe alle neu gekauft, alle nachgekauft, alle reingedreht. Teile sind pulverbeschichtet. Du. Wir unterschreiben noch unter dem Unterbodenfahrschutz, den wir frisch gepulvert haben. Alle, die mitgeholfen haben, so viel sie konnten, dürfen unterschreiben. Und ich würde sagen, lange gequatscht, los geht's, oder? Ganz kurz noch. Ja? Eben war ein Kunde da, als du draußen warst, als du die Abgasanlage abholen warst. Ja. War ein Kunde da, der kam hier rein, das Auto hing auf der Bühne. Und er sagte, ach hier, M2 und so. Ich sehe, das ist der CS aus dem Ahrtal. Und er so, nee. Das ist das Auto, der sieht aus wie ein Neuwagen. Wirklich, ohne Scheiß. Ja? Ja, und wenn wir uns den jetzt von unten angucken, ich schwöre es, das sieht wirklich aus wie ein Neuwagen. Wir haben ja wirklich auch viel, viel noch gemacht. Ne? Also auch von innen, wenn du dich reinsetzt. Und der Geruch, ne? Also es riecht jetzt wirklich nach Neuwagen. Wir waren am Wochenende noch beim Trockeneisstrahlen, Motorraum, alles auch fertig gemacht. Und Dino hat sich noch nicht an dem Auto ausgedruckt. Also wir haben jetzt den 12.04. Bis zum 1.05. ist es nicht mehr weit. Letzte Woche gehört ihm, der darf er jeden Tag hier oben und unten dran, ne? Also zumindest Auto im Auto. So. und dann, ja, 1.05. sehen wir uns in Hamm. Ne? Und das wird geil. So, dann haben wir gequatscht. Hast du noch eine Frage, bevor ich jetzt sage? Dann sage ich, los geht's. So, ich bin natürlich jetzt mega gespannt, wie sich die Tonne anhört mit Auspuff. Und ich vermute mal traurig. Aber wir können gleich die erste Fahrt mal auf der Straße machen damit. Fällt mir mal gerade ein. Ja, wir können die Routennummern holen. Boah. Das riecht einfach so geil nach Neuwagen hier. Oh. Achtung. Seid ihr gespannt? Ich bin gespannt, Alter. So leise ist er aber auch nicht, ne? Das ist ja noch kalt, aber... Alter, was ein Gefühl. Es ist unbeschreiblich. Es ist unbeschreiblich.
Weißt du noch, wie ich dich in einem Video mal gefragt habe, wie sehr du dich auf die erste Fahrt freust? Boah, Alter, ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut, Mann. Boah, ey, Olli, ich bin so aufgeregt. Alter, es ist für mich schon krass. Kilometerstand mit der ersten Fahrt, sag mal eben an, fürs Familienalbum. 10.358. Okay. Los geht's. Ab jetzt wird jeder einzelne deiner sein. Boah, Alter, ey, es fühlt sich krank. Es fühlt sich krank an. Surreal an, wirklich. Ja. Erstmal ganz langsam Piano. Was sagst du jetzt so vom wie sagt man, vom Klang? Ich finde es gut. Ich habe gesagt, wenn er klingt wie dein M4 und da kommt er sehr nah dran, bin ich happy. Das ist wirklich gut, ne? Ja, das muss ich jetzt ja alles noch so ein bisschen freiblasen hier. Ja, klar. Ist ja jetzt alles neu, alles Taco. Bin mal gespannt, was mit dem Reifendruck ist, ob das auch jetzt funktioniert. Ein paar Fehlermeldungen haben wir hier. Aber der Navi geht auch. Dass wir endlich damit fahren können, dass wir damit endlich alles machen können, worauf wir jetzt ein Jahr hingearbeitet haben. Fahren, Alter. Ja. Wir fahren. Es riecht einfach wie neu, ne? Es ist ja auch, bis auf den Himmel ist ja auch alles so gefühlt neu oder das, was wirklich hinüber war. Das ist wirklich geisteskrank. Oh, hast du hier schon eingegeben für morgen? Tatsächlich nicht. Okay. Was ist das morgen? Die letzte? Für Dino. Dino besuchen, übermorgen. Ach so, das ist ja noch top secret. Der weiß das noch nicht. Ja, können wir auch schon. Dass wir seinen Urlaub crashen. Aber ja, diese Fernbedienung und Batterie ist leer, weil wir zwei haben. Eine ist voll, eine ist leer. Antrieb prüfen, das habe ich schon gerade kommen sehen. Das ist dieser Ölsensor, oder? Das ist der Motorölltemperatursensor. Wobei, das weiß ich noch nicht genau, wo das Problem ist, weil er zeigt mir einen Wert an, der plausibel ist. Ist Klimaanlage befüllt mittlerweile? Nein, auch nicht, weil ohne Auspuff konnten wir nicht fahren. Also das wird jetzt alles in den nächsten Tagen passieren. Ich glaube, morgen bringen wir den schon rüber. Ja, hier die Öltemperatur zeigt er mir an. Also der Sensor muss ja. Ja. Scheint ja auch plausibel zu funktionieren. Das klingt schon ganz gut, finde ich. Ich finde auch, der klingt richtig, richtig gut. Ja, krass, einfach alles funktioniert, ne? Es geht alles. Links die Verstellung, Spiegel. Die Spiegel sind ja noch die Originalen. Die standen ja auch unter Wasser, die Blinker gehen. Der Innenspiegel ist auch noch der Originale. Da funktioniert das Dachzentrum, ist auch noch original. Jede Taste und Schiebedach geht nicht. Schade. Aber das ist so ein Ding, wo 99% der Leute gesagt haben, das wird nicht klappen. Das. Und es hat geklappt. Das finde ich so krass. Das finde ich so krass, Alter. Und du warst ja auch mit dabei, Alter. Das ist einfach so ein, wie sagt man, so ein... Ja, jetzt will ich mir nicht auf die Schulter hauen, aber ich habe das ja von Anfang an miterlebt hier alles. Ja, klar. Ich weiß doch, das erste Gespräch, wir haben da so ein CS. Ja. Biete da doch mal. Ja, biete doch mal drauf. Ja, klar, warum denn nicht? Es ist surreal gerade. Also ich fühle mich gerade echt... Ja, wie soll man das sagen? Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es fühlt sich einfach an... Ja, wir haben die ganzen Filter getauscht. Auto fährt, wie gesagt, man merkt auch, wie gesagt, dass das Auto auf 4 Spuren, ne? Ja, unterschiedlich unterwegs. Ja, aber ja, wir haben einen Fehler und das ist ein dieser scheiß Sensor. Gut, den müssen wir uns nochmal angucken. Aber das war's. Du glaubst gar nicht, wie happy ich gerade bin. Das ist gerade hier wirklich. Ja, ich bin Weihnachten, jetzt, Ostern, bist, Geburtstag. Ich will einfach erstaunlich geflasht. Ruhig. Ja, du bist erstaunlich ruhig. Man merkt auch, Alter, wie laut das ist, weil die Rückbank noch fehlt, weil die haben wir ja noch da. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber auch die Schaltwippen, guck mal, die Schalten, die standen auch unter Wasser. Das sind auch die Original-Schaltwippen, die ich wiederverwendet habe. Die funktionieren. Die Tasten. Gut, die habe ich sauber gemacht. Oh. Ah, guck mal, Alter, jetzt habe ich tatsächlich einen Fehler gefunden. Gibt's ja gar nicht. Siehst du das? Ist das noch das alte? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Wir müssen mal gucken, ob die Reifendrucksensoren einen weg haben. Füllen wir eben auf hier in unserer SO des Vertrauens. Robert, darf ich dich auf ein erfrischendes Kaltgetränk einladen zur Feier des Tages? Boah, Alter, sehr gerne. Ich bin so happy. Ich bin so happy, Mann. Die ersten 6 Kilometer. Aber wie war's für dich, Alter? Du bist jetzt auch... Ja, krass. Der Duft, der Geruch, die Fahrt ist... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich finde wirklich, ich habe dieses Auto jetzt ja ein... Ich bin ja öfter mal bei dir in der Firma. Ich habe das Auto jetzt ein Jahr lang immer da stehen sehen, mit Scheiße drin, mit Matsch in den Scheinwerfern. Du saßt daneben, bis spät in die Nacht hast irgendwas kodiert. Alter, und wirklich, wir haben alle dran geglaubt, dass es wird. Aber jetzt so am Ende ging es noch schneller, als wir gedacht haben. Ja, ja.
Es ist wirklich surreal. Und jetzt mal bis auf ein paar Kleinigkeiten von der ersten Fahrt. Also es ist ja im Prinzip die erste Fahrt, die wir jetzt hier so machen. Die ersten 6,8 Kilometer. Und wir haben, die RDC-Sensoren nicht gehen und einen Antriebsfehler, weil die Öltemperatursensor wahrscheinlich einen weg hat. Ich habe einen neuen Schüler liegen, den bauen wir gleich noch ein. Ganz ehrlich. Das machen wir noch eben. Kommen wir uns was zu trinken und dann wird gefeiert.